Hallo und herzlich willkommen hier auf Jurelda.de. Das hier ist ein Lösungsvideo zu den Aufgaben zur Addition, Multiplikation und Division von Brüchen. Ihr seht hier hinter mir die Aufgaben, wir gehen sie mal Stück für Stück durch, also sogenannte Musterlösung. Wir haben ein Fünftel plus ein Drittel, das heißt wir haben eine Addition von Brüchen. Wir müssen hier einen gemeinsamen Nenner, den Hauptnenner finden, 5 und 3. Naja, wir müssen wohl beieinander multiplizieren, das heißt wir sind bei 15. Wir haben also die Aufgabe, beide Brüche auf 15 zu bringen. Selbst wenn man mal einen einfachen Nenner finden könnte, notfalls, wenn man nicht weiterkommt, einfach beide Nenner durchmultiplizieren. Das heißt, wir haben hier mit der 3 erweitert, 1 mal 3 gibt 3, hier mit der 5 erweitert, 3 mal 5 15, also 1 mal 5 auch 5. Jetzt können wir das beides auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben, also 3 plus 5 durch 15. 3 plus 5 gibt 8 und schon haben wir es. 8 15. Kurz überprüfen, ob wir hier kürzen können. Nein, können wir nicht. Somit ist die Aufgabe erledigt. Das Multiplizieren von Brüchen ist deutlich einfacher als die anderen Dinge. Das heißt, ein Drittel mal ein Fünftel oder ein Fünftel mal ein Drittel heißt einfach 1 mal 1 durch 5 mal 3. Also 1 15. Ein Fünftel geteilt durch ein Drittel, das schreiben manche auch als Doppelbruch, also ein Fünftel durch ein Drittel. Das schreiben wir einen Doppelbruch, weil oben im Nenner und im Zähler und im Nenner jeweils ein Bruch steht, nennt man es auch ein Doppelbruch, und wir multiplizieren Brüche, indem wir mit dem Kehrbruch multiplizieren, also ein Fünftel mal drei Eintel. Man muss die Eintel nicht unbedingt schreiben, drei Eintel sind nichts anderes als drei, dann kann ich das ausrechnen, drei Fünftel. Aufgabe D war zwei Drittel minus ein Halb. Beim Subtrahieren müssen wir genauso vorgehen wie beim Addieren. Wir brauchen also einen gemeinsamen Nenner, den Hauptnenner. 2 mal 3 gibt 6, also bringen wir beides auf Sechstel. Die 3 muss ich mit der 2 erweitern, also 2 mal 2 gibt 4. Die 2 muss ich mit der 3 erweitern, um auf Sechstel zu kommen. 1 mal 3 gibt 3. 4 Sechstel minus 3 Sechstel, also 4 minus 3 Sechstel sind 1 Sechstel. Kann ich natürlich nicht mehr kürzen. 2 Drittel mal 1 Halb. Das wäre 2 mal 1, wäre 2 durch 6. Ihr seht, ich kann kürzen, mit der 2 wäre 1 Drittel. Was man in solchen Fällen immer machen kann, beim Multiplizieren, könnt ihr auch schon vor dem Multiplizieren in beiden Brüchen gemeinsam kürzen. Wenn wir hier schon 2 mit der 2 kürzen können, dann würde hier noch 1 und 1 stehen. Und dann steht da, ein Drittel mal 1 wäre auch ein Drittel geworden. Wäre einfacher gewesen in dem Fall. Lohnt sich also, das Ganze vorher anzuschauen. 2 Drittel geteilt durch 1 Halb. Als Doppelbruch wäre das 2 Drittel durch 1 Halb. Wir multiplizieren also 2 Drittel mit dem Kehrbruch von 1 Halb, also mal 2 Eintel. 2 mal 2 gibt 4, 3 mal 1 gibt 3, 4 Drittel. G. 2 Fünftel plus 7 Zehntel müssen den gemeinsamen Hauptnenner finden. Wir sehen aber, wenn ich 5 mit 2 erweitere, komme ich auch auf 10. Das reicht also schon als Hauptnenner. Ich muss also nur den ersten Bruch erweitern. Um Fünftel auf 10 zu bringen, muss ich wieder 2 erweitern. Also 2 mal 2 gibt 4 plus 7 Zehntel. Ich schreibe es schon direkt auf einen Bruch. 4 plus 7 gibt 11. Wir haben 11 Zehntel. 4 Fünftel mal 4 Drittel, wieder ganz einfacher Fall, 4 mal 4, 16, 5 mal 3, 15, 16, 15. Auch hier können wir nicht mehr kürzen. So, und die letzte Aufgabe noch, 3 Fünftel geteilt durch 3 Siebtel. Wir schreiben es von mir aus erstmal als Doppelbruch, 3 Fünftel durch 3 Siebtel. Das ist nichts anderes als 3 Fünftel mal 7 Drittel, der Kehrbruch. Also einfach Zähler und Nenner von dem Divisor verdrehen. Ihr seht,
hier, wir könnten kürzen, diese 3 mit der 3, dann steht hier noch 7/5. Ansonsten einfach ausrechnen, 21/15 und ihr kürzt wieder, kommt auch zum gleichen. Oder bei Doppelbrüchen dürft ihr immer Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner des Doppelbruchs kürzen. Das heißt, diese 3 hier dürft ihr dann mit dieser 3 kürzen und die beiden Nenner, also hier und hier dürft ihr miteinander kürzen. Aber 5 und 7 können wir in dem Fall nicht kürzen. Nun, ich hoffe, ihr hattet alles richtig. Dankeschön.